Willkommen zu meinem neuen Video. Wir befinden uns mal wieder bei F1 2016 meiner Solo-Karriere mit dem Sauber F1 Team. Heute geht es um den großen Preis von Bahrain. So, wir sollen das Rennen auf dem 12. Platz abschließen und das übliche kennt ihr. Hat sich ja nicht verändert. So, wir haben die Forschung beendet. Es hat sich das herauskristallisiert, was ich mir schon gedacht habe. Wir fahren momentan ganz oben mit. Wir haben die Pole Position, sind vor Ferrari. Und da war noch ordentlich Platz, wie ich fand. Also das war schon ein starkes Blitzqualifying. Ich glaube, wir sind jetzt hier richtig gut dabei. Man sieht es auch, wenn wir das Chassisgewicht machen können. Oder sogar fast, wenn wir den Luftwiderstand nur machen. Sind wir sogar vor Scuderia Toro Rosso, vor Red Bull, vor Sara Force. Sind wir das Top 3 Team. Bam! Oder in den Top 3. So, das fühlt sich alles sehr dominant an gerade. Also ich bin mal gespannt, wie die nächsten Rennen so verlaufen werden. Bahrain liegt mir natürlich auch. Ist eine geile Strecke. Ich bin sehr gespannt. So, ich habe nochmal eine Veränderung gemacht, um das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger zu machen. Also wenn ich Fehler mache, zumindest. Und zwar habe ich die Länge des Rennens auf 25% reduziert. Von 50%, das heißt weniger Runden. Und bedeutet, wenn ich Fehler mache, habe ich auch weniger Runden Zeit, um es wieder gut zu machen. Mal zu gucken, wie so der Schwierigkeitsgrad einzuordnen ist. Aktuell. Ja, ich würde sagen, wir starten dann mal ins Rennen. Es liegt wieder etwas Besonderes in der Luft in Bahrain und ich spreche nicht vom Sand. Die klügsten Köpfe der Formel 1-Welt haben ihre besten Ideen für den heutigen Abend in die Strecke von Sakhir gesteckt und deshalb können wir uns wieder auf einen spannenden großen Preis freuen. Die Formel 1 kehrt heute zu dieser spektakulären Strecke mit 5,4 Kilometer Länge mitten in der Wüste zurück. 15 Kurven bieten viele Überholmöglichkeiten und die zwei DRS-Zonen helfen dabei mit. Es könnte uns daher ein strategisches Rennen in Sakhir erwarten, denn hier leiden erfahrungsgemäß die Hinterreifen extrem. Es wird also darauf ankommen, wie die Fahrer ihre Reifen managen können. Während die Fahrer unten in der Startaufstellung noch die letzten Einstellungen vornehmen, schließt sich mir ein Mann namens Stefan Römer hier bei mir in der Kommentatorenbox an und der weiß alles über den Druck vor dem Rennen. Stefan, schön, dass du bei uns bist. Sag uns doch bitte gleich mal, was den Fahrern jetzt gerade in diesem Moment durch den Kopf geht. Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Wir müssen auf der Strecke bis Kurve 1 voll konzentriert sein. Wir sind jetzt im Vorteil und das soll so bleiben. Verteidige innen, dann können wir Kurve 1 in Führung verlassen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Sauber startet also von der Pole. Und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Raikkonen, Nico Rosberg und Perez. Ricciardo, Hülkenberg, Alonso und Max Verstappen. Button, Grosjean, Marcus Ericsson und Sainz Junior. Quert, Gutierrez, Pascal Wehrlein und Valtteri Bottas. Hayanto und Massa. Kevin Magnussen und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, schauen wir uns mal die Rennstrategie an. Hier seht ihr es auch, 14 Runden, also die Hälfte von den sonst üblichen Runden. Das heißt, die Videos werden auch ein bisschen kürzer. Und mal schauen, ob wir dann einfach zwei Rennen hintereinander an einem Tag reinschneiden ins Video, aber das werden wir dann mal sehen. So, ein Boxenstopp. So, die Rundenzeit ist natürlich auch kürzer, ist klar. So, nehmen wir personalisiert, ein Boxenstopp, jo. Sonne scheint, alles klar.
Gut, ich wünsche euch viel Spaß und mir viel Glück. Zu doll gebremst, scheiße. Und zu weit links. Ja, aber wir konnten Platz 1 verteidigen, sehr gut. Schon der Sauber hat jetzt echt Power. Kommt kaum hinterher. Ich bin auch mal sehr gespannt, was ist, wenn wir wirklich alles entwickelt haben, was dann passiert. Vielleicht weiß das ja schon einer, weil er schon ein paar Saisonen gefahren ist. Ob dann einfach Schluss ist mit der Entwicklung, es geht nicht weiter nach oben. Alle Teams dann irgendwann gleich sind, vielleicht, oder Ferrari und Mercedes einfach das beste Team bleiben, ja, wie gesagt, wer das weiß, kann das mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, jetzt haben wir schon richtig was gut gemacht hier. Ich sag ja, der mal im letzten Titel gelesen. Let's make Sauber great again. Fand ich irgendwie passend. So, wir wollen ja schön immer noch Ferrari platt machen. Das klappt zumindest in diesem Rennen bisher sehr gut. Im letzten auch natürlich. Aber das lief halt eigentlich nicht so gut. Hoffen wir mal, dass es hier jetzt besser läuft. Status Teamkollege. Bestätige. Status Teamkollege. Markus jetzt auf B10. Unser Abstand cool. Zum Teamkollegen beträgt 8,5 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 43,1. Sehr cool. Unser Teamkollege ist auch in den Punkten. Das heißt, im letzten Rennen schon gesehen, also bei dem passiert jetzt auch einiges, weil ich hier die Forschung und Entwicklung vorantreibe. Also mal gucken, wie das Team Sauber am Ende der Saison dann steht. Nicht nur ich persönlich. Ich fahre eine schnelle Runde nach der anderen. Sehr geil. Aber Code Masters hat ja irgendwie Bock auf Regen, also irgendwie wird es nicht wundern. Fahrer hinter mir. Rosberg liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 4,1 Sekunden.
Zeit, letzte Runde. Okay, die letzte Runde lag bei 1 Minute 34,2. Jo. Ordentlich schneller als Rosberg. Krass. Also wenn sich das weiter so abzeichnet, dann wird das hier eine geile Saison. Bin ich mal gespannt. In Melbourne habe ich nicht so viel erwartet, weil die Forschung und Entwicklung noch nicht beendet war. Aber jetzt hat sich, wie ich schon sagte, genau das bestätigt, was ich gedacht habe. Diese Saison können wir richtig angreifen. Komm, in der letzten Saison auch schon. Das war ja schon spektakulär, aber diese Saison nochmal einiges mehr. Und dann werden wir nochmal schauen, ob wir den Schwierigkeitsgrad vielleicht nochmal erhöhen. Aber das werden wir dann sehen. Aber ich denke mal, dass es mutig ist. Ich spiele noch nicht auf Ultimate. Na, wieder schnell zur Runde. Mal nicht. Diesmal keine schnellste Runde. Gut, gehen wir gleich in die Box. Benzin haben wir auch genug. Perfekt. Mal gucken, wo wir rauskommen gleich. Vergiss nicht, diese Runde an die Box zu kommen. Ja, ja. 15. So, ab an die Box. Boxenstopp. Vettel ist siebter. So, auf den 9. Platz kommen wir raus. Ist klar. Ja, wieder Max, der uns im letzten Rennen so geärgert hat. Ja, jetzt hat er keine Chance in seinem Red Bull. Mal gucken, wie er mit der ist. Saug dich ran, saug. Sauber. Boah, krass. Das war mal ansaugen. Oh, verbremst. Ja, keine Chance. Wir ziehen hier so davon. In dem Rennen sind sie alle chancenlos. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Müssen wir alle an die Box. Sehr schön.
sind wir Platz 3 schon wieder. Sehr gut. Und laut dem Kollege ist auch Platz 1 derzeit. Muss ich nur aufpassen, wenn der Flügel nicht zu hauen. Versuche ich es noch nicht anzugreifen. Das war zu risikoreich. Schön hier in der DRS-Zone. Komm on, sauber. Ah, guck mal hier. Schön Windschatten. Sehr gut. Das ist unser Teamkollege, der jetzt in die Box fahren wird. Und damit sind wir dann wieder auf Platz 1. Bam! Noch nicht. Fährt noch eine Runde weiter. Okay. Beiden sauber mal vorne wegfahren. Auch eine coole Sache. So, hier richtig Platz nach hinten. Fahrer hinter mir. Das ist Markus vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,9 Sekunden. Nee, hinter mir. Fahrer hinter mir bist du nicht vor mir. Vor mir sehe ich selber. Fahrer hinter mir. Bottas liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 9,1 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 37,3. Ja, mein Teamkollege ist aber auch gut schnell irgendwie. Sehr gut. Das könnte Punkte für ihn bedeuten. Gas, Markus. Oh ja, der Sauber zieht sich so dicht dran. Das ist Wahnsinn. Der im Windschatten liegt. Jetzt fährt er in die Box. Ja. Komm, Markus. Go, go, go. Markus ist an der Box. Markus an der Box. Hoffentlich schneller Boxenstopp. Dass er gut rauskommt. Ja, da kommen viele. Ah, ist raus, sehr gut. Perfekt, das könnte unterm 10. Platz enden vielleicht. Mit Glück. Ja, sieht eng aus. Status Teamkollege. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 2,3 Sekunden. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Hat er die Zeit noch nicht aktualisiert? Gleich nochmal fahren. Ja, für uns läuft es spitze, würde ich sagen. Ja, kann man hier auch. Ups. Standard machen, würde ich sagen. Das verbremst gleich. Das wird nicht unter Platz 10 sein. Da sind zu viele vorher. Oh, für uns läuft es aber spitze. Status Teamkollege. Markus ist in allen drei Sektoren langsamer als du. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 22,9 Sekunden. Sie
schade. Wenn er die Platzierung nicht ansagt, nur die Zeit, dann bedeutet das, dass er nicht unter den Top 10 ist. Schade. Sehr schade. Come on, Markus. Go, go, go. So, gleich die letzten vier Runden. Also im Moment gefällt mir das ganz geil mit der kurzen Distanz, muss ich sagen. Könnte ich mir aber erst erklären. Das kann meinetwegen jetzt schon vorbei sein. Gerade wenn man Erster ist, jetzt noch 20 Runden fahren. Ja, also warten wir mal ab, ob das das Schwierigkeitslevel auch ein bisschen anhebt. Bei Strecken, die ich nicht so gut kann, wie Silverstone zum Beispiel. Bahrain finde ich eigentlich ganz geil, die liegt mir, schöne Highspeed-Strecke, viele langsame Kurven, sehr anspruchsvoll, finde ich gut. Würde einer oder andere vielleicht sagen, nee, anspruchsvoll, wieso, welche Kurve denn? Aber ich finde schon ein paar, sind schon ziemlich anspruchsvoll, wenn man die genau fahren will. Hier muss man zum Beispiel genau an der Curve vorbei. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und jetzt kommt einer der schwersten, finde ich. Muss man nicht genau das Auto in der Balance halten, wenn er stark abbremst. Also ich finde hier so manche Kurven sind schon nicht so einfach, weil sie sehr langgezogen sind. Wie die hier zum Beispiel. Die Ideallinie immer zu behalten, ist gar nicht so einfach. Jetzt gerade zum Beispiel. Die hier ist natürlich ziemlich einfach. Aber hier jetzt schon, zack, schon wieder Ideallinie verpasst. Also gibt es schon ein paar anspruchsvolle Kurven auf jeden Fall. So, Status Teamkollege. Schade, heißt das immer noch nicht Platz 10. Schade. Hoffentlich gibt es da auch nochmal einen Push für Markus. Oder ehrlich ist, den er schon bekommen hat, weil wir waren das letzte Team und oft war er Platz 20. Von daher hat er sich auf jeden Fall schon verbessert. Mal gucken, was da noch geht. Also das Team hat sich verbessert, wollte ich damit sagen, die Autos. Wieder auf Fett, wir können noch Benzin und noch zwei Runden gleich und dann haben wir unseren ersten Sieg, yeah, im zweiten Rennen, sehr cool, das gefällt mir. Status Konkurrent. Louis auf P3. Der Abstand beträgt 13,4 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 35,5. Ist klar. Vettel ist direkt hinter uns. Keine Chance. Vettel kriegt uns nicht mehr. 10 Sekunden Abstand. Sehr gut. Vorletzte Runde. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
Zuschauermenge. Die letzte Runde, Final Lap zum Sieg. Yeah! Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Teamkollege keine Chance gegen uns. Alle machtlos gegen mich. Yeah. Den Zuschauer haben sie geil gemacht. Das ist ja schon oft gesagt. Ich freue mich auch schon sehr auf F1 2017. Bin ich mal sehr gespannt, was sie da alles Neues machen. Neues gemacht haben. Die Benzinreserven gehen zur Neige. Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter. So, da haben die letzte Kurve. Yeah! Sieg, Sieg, Sieg! Yeah! Boom! Danke. Großartige Leistung von Sauber, was für ein überzeugender Sieg. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie in ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Stint zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter den Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Oh, vielleicht Marcus Ericsson. Ja, genau, ich glaube, er ist heute mein Mann. Marcus Ericsson, tolle Leistung, äußerst konstant. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, sehr cool. Unser Teamkollege, Fahrer des Tages und hat es noch auf Platz 10 geschafft. Cool. Das bedeutet ein Punkt für ihn. Ich würde sagen, wir gucken uns aber den Start nochmal an. Unseren schönen Pole-Sieg. Kamen wir gut weg. Mal sehen, dass Vettel auf Platz 2 ist, der nicht so gut wegkam. Hat sich gleich von Hamilton überholen lassen. Ich fahre schön außen. Ja, über die Kurve rüber ein bisschen zwar, aber hat nichts ausgemacht. Und von da an ging die 66 ab. Von
unser Auto ist auch am schönsten. Das Blau-Gelb finde ich geil. Ja, ich würde sagen, das war mal eine Dominanz von Sauber. Da haben die anderen ja gar keinen Stich gesehen. Fand ich krass. Also die Entwicklung hat es richtig gebracht. Und die Entscheidung, die Entwicklung einzustellen, war auch gut. Hat uns 800 zusätzliche Punkte gebracht. Es gibt ja einen 25% Bonus, wenn man das tut. Also das war die richtige Entscheidung. Gut, ja, Rest habt ihr ja gesehen. Können wir abbrechen, schauen wir nochmal die Punkte an. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Ich würde sagen Marcus Ericsson. Auf Tuchfühlung mit anderen Autos verfügt er über ein äußerst feines Gespür und er hat sich im Laufe der letzten Jahre sehr gut weiterentwickelt. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn Sie das nächste Rennen verpassen würden. Aber den Fehler machen Sie nicht. Wir hoffen, Sie wiederzusehen. Also bis dann. Okay, jetzt habe ich die Punkte der Konstrukteurmeisterschaft auch kapiert. Es gibt die Punkte der Fahrerrangliste werden einfach addiert. Alles klar, jetzt habe ich das auch verstanden. Weil ich habe nämlich meine ersten 25 Punkte bekommen. Markus hat einen Punkt bekommen, deswegen haben wir in der Konstrukteurrangliste 26 und sind damit auf Platz 5. Und ich bin auf Platz 4 und Markus auf 14. Jo, sehr gut. Das finde ich, sieht gut aus für den Start in die Saison. Das ist ausbaufähig auf jeden Fall. So, wir haben noch ein paar Punkte hier. 1298. Reicht, glaube ich, noch nicht, um die nächste Entwicklung zu starten. Dann brauchen wir, glaube ich, 1400. In der Rivalität sollten wir führen. Na, ganz knapp. Gerade mal 2 Punkte. Also da ist auch noch alles offen, aber ich rechne mir da gute Chancen ein. Wir hatten auch im Qualifying hier volle Punktzahl. Also das sieht gut aus. Gut. Springen wir mal ins nächste Wochenende. Schauen, wo der nächste Grand Prix ist. So, der nächste Grand Prix ist in Shanghai. Jo. Forschen können wir noch nicht. Zumindest nicht das, was wir machen wollen. Da möchte ich auch warten, bis wir das Chassisgewicht forschen können und entwickeln können. Jo. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's für heute. Ich freue mich wie immer über ein Abo, Like oder Kommentar. Und wünsche euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Video. Ciao.